Herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Ich habe es beim letzten Mal irgendwie aus dem brennenden Teil der San Cristobal Krankenstation geschafft. Und jetzt muss ich immer noch zurück zu Taylor. Und Dingens. Ich habe vergessen, wie der heißt. Mein, keine Ahnung, Kommandant. Samuels! Samuels heißt er! Genau. Und ich habe festgestellt, hier fehlt irgendwas. Und da sind Menschen. Ich glaube, da bin ich rausgefallen. So, da drüben sind Menschen. Da werden die mich sehen. Da komme ich also nicht lang. Ich werde eher da lang gehen. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt mir hier irgendwie ein Geräuschmacher hinwerfe, dann habe ich das Alien hier auf jeden Fall hier unten und ich brauche Exot nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, brauche ich Exot nicht hier unten. Ist schon schlimm genug, wenn der irgendwann mal hier durch die Gegend krabbelt. Ich könnte für eine Zigarette töten. Und mich hier schnappt. Mahoney, zum Glück. Wir wurden angegriffen. Plünderer. Wir haben das Überwachungsband gesehen. Könnt ihr nach oben kommen? Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht. Ihr seid leistbar am System und Synthetenlager. Da gibt es genug für eine Reparatur. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Ist der wahnsinnig? Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist. Ja, Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist. Ich will das Dinger auch wissen. Greifen jetzt Menschen an. Sie sind harmlos, außer man unternimmt etwas Ordnungswidriges. Mit einem Androiden im Lager zu sprechen, sollte in Ordnung sein. Er wird wissen, wie man den Aufzug repariert. Okay, Francis, Ende. Arschloch, wird schon gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden. Musst du auch nicht. Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Das musst du auch nicht. Und wo will ich eigentlich hin? Gut, im Groben und Ganzen will ich nach da oben. Ich vermute gerade unterquer ich hier diesen Mittelbereich. Also, was jetzt? Moment, lass mich nachdenken. Was meinst du, was das vorhin für ein Geräusch war? Hat sich wie eine Explosion angehört. Vielleicht unterquer ich ihn doch gerade nicht. Aber was hat sie ausgelöst? Ist bestimmt Waits. Hab gehört, er will die Kreatur mit Fallen töten. Fernsprengladung. Kannst du das glauben? Der muss durchgedreht sein. Vielleicht ist das die Lösung. Ich habe gehört, Waits hat einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie. Da könnten wir hin. Hast du mich nicht gehört? Der Irre jagt alles in die Luft. Nein, danke. Uns gehen die Möglichkeiten aus. Dann halt's Maul und lass mich nachdenken. Denk lauter nach. Dann weiß ich, wo ihr hin wollt und ich dementsprechend nicht. Schau mich nicht so an. Übrigens, ja, ich stimme dir voll und ganz zu, dass Waits definitiv wahnsinnig ist. Andererseits, er weiß Etwas es doch auch nicht besser. Ach, hör doch auf! Das musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Was kann ich da für Inventar? Voll. Kann ja nichts mehr vorbereiten. Könnte überall sein. Voll kann ich nichts mehr vorbereiten. Voll kann ich nichts mehr vorbereiten. Voll kann ich mir vorbereiten.
Na komm. Hallo. Ja, leg das doch da rein. So, danke, danke, danke. Ich konnte wieder Schrott einsammeln. Ich bin glücklich. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Der hätte es gesehen. Guck mal, da hinten habe ich noch nicht durchgeguckt. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Ihr macht da oben bitte weiterhin Lärm. Wenn wir es hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Brauche ich für den Molotow-Cocktail ein Ladungspack? Nein! Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu gut war, um wahr zu sein. Aber vielleicht für die Rohrbombe? Nein! Na, dann eben nicht. In den Lüftungsschächten. Ich werde hier nicht verrecken. Auf keinen Fall. Alles wunderschön. Wo bin ich hier? Observationsbereich. Deck. Was auch immer. Ich bin gerade eine Etage höher. Also müsste ich hier so aus der Krankenstation gekommen sein. Nachdem ich da mit dem Aufzug gefahren bin. Finden Sie ein Komplex hier. Wisst ihr was? Ich hoffe tatsächlich so ein bisschen, ihr schießt auf mich, die ihr mich durch die Fenster sehen konntet. Oder halt auf Androiden. Ich habe nämlich keine allzu große Lust, dass Exot hier langkommt. Also lass das bitte. Bitte, bitte, bitte. Und wenn ich schon dabei bin, bitte, bitte zu sagen, gebt mir doch bitte, bitte eine Karte. Ich dachte vorher schon, ich hasse Siegs. Ich bin nicht bereit. Ich weiß nicht, wo es ist. Aber es klingt nah. Jetzt klingt es wieder was weiter weg. Und einmal zur Erklärung für alle, die sich fragen, warum ich Exot eventuell halbwegs spät immer nur höre. Mein Fernseher läuft sehr viel leiser,
als das hinterher in der Aufnahme klingen wird. Ups. Ja, das, das habe ich jetzt nicht besser verdient. Aber du bist doch gerade noch wo ganz anders hingerannt. Naja. Sie haben ihn einfach getötet. Und jetzt sind sie auch tot. Also beruhig dich einfach. Genau, beruhigt euch einfach alle. Eine Zigarette töten. Alles klar bei euch? Mahoney, zum Glück. Wir wurden angegriffen. Plünderer. Wir haben das Überwachungsband gesehen. Könnt ihr nach oben kommen? Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht. Ihr seid gleich beim System- und Synthetenlager. Da gibt's genug bleibt für eine stehen. Reparatur. Wir wissen nicht, wo wir suchen okay, sollen. Sonst redet weiter und dann drehe ich mich mal um. Dann komme ich hier ungesehen vorbei. Wir müssen wissen, ob du wahnsinnig bist. Diese Dinger greifen jetzt Menschen an. Sie sind harmlos, außer man unternimmt etwas Ordnungswidriges. Mit einem Androiden im Lager zu sprechen, sollte in Ordnung sein. Er wird wissen, wie man den Aufzug repariert. Okay. Ich hab was gehört. Wir erschrecken uns schon grundlos. War hier was? Nein. Rohrbombe wollte ich bauen. Damit ich Zeug einsammeln kann. Die Station ist hier ein Friedhof, oder? War teuer. Wie? Also wir fangen da hinten in der Ecke an einzusammeln. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Ich glaube, ich habe hier gerade irgendwo einen Sensor übersehen. Ja. Zum Beispiel. Das da drüben nicht machen sollen. Voll. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Revolver-Munition. Eine haben und nicht haben macht zwei. Damit kann ich dann schon zweimal daneben schießen. Weil ich so ein unglaublich guter Schütze bin. Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu gut war, um wahr zu sein. Geräusche in den Lüftungsschächten. Tja, halte ich davon fern. Gut, dann überlegen. Ich glaube, hier war nichts. Nee, da bin ich ja lang gegangen, um mich zu verstecken. Auf keinen Fall. Wenn ich hier weiter gekrabbelt, geduckt, lang krabbel, dann sehen die mich wenigstens nicht und hören auf zu schießen, beziehungsweise fangen gar nicht erst an. Haltet nach Bewegung auf. Haltet überall sein. So, ich durchsuche dein Knie. Ja, hallo. Ich habe eine Karte. Die mir genau echt viel bringt. Aber so richtig viel. Was wir
Leuchtfackel. Schau mich nicht so an. Terminal zugreifen. Ich weiß wenigstens jetzt, wo ich hin will. Fehler. Bericht, Smythe, Leiter der Synthetenentwicklung. Habe soeben die Baupläne für was auch immer erhalten. Ich weiß ja nicht, wie viel sie unserem Maulwurf zahlen, aber Siegsen wird eine ganze Menge mehr hinlegen müssen. Für Wayland Titani ist das alte Technologie, aber es überschreitet unsere Möglichkeiten bei weitem. Unsere Chefs und Aktionäre hören einfach nicht zu. Wir brauchen Investitionen! Die Firma und all ihre Ableger sind uns Lichtjahre voraus. Nee, ich wollte schon noch die Audio hören. Ob das sinnvoll ist, den Audio anzumachen? EHR-Bericht. Smythe, ich habe mir Ihren Bericht über die Wayland-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8000 Dollar Anzüge. Es läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe Sie angestellt, weil Sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Ganz am Ende. Schau mich nicht so an. Das hat der Typ sich ordentlich verdient. Also entweder sehe ich die Menschen da unten, die da gerade dumm rumstehen. Ich dachte vorher schon, ich hasse Siegs. Oder Exot sitzt irgendwo hier oben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich beim Ausrauben auch schon so den... das Ganze da so getroffen habe. Was da auch schon so rumgetropft hat. Er sollte mich ja wieder nicht sehen. Hier kann ich wieder aufstehen. Spiel speichern. Keine Gefahr ist nah. Das ist ein gutes Zeichen, zumindest für mich. Ja, ich möchte speichern, dass ich schon mal eine Karte habe und damit nicht viel anfangen konnte. Na, guck mal, da ist noch was Interessantes. Auf Terminal zugreifen. Ihr habt hier überall Terminals, richtig? Hier Wegeschwafel. Russell, hier ist meine tolle Rede für die potenziellen Kunden heute. Was halten Sie davon? Spedding macht mich kalt, wenn die nicht anbeißen. Herzlich willkommen, meine Herren. Herzlich willkommen im Herzen von der Willkommen im Herzen der Sevastopol Synthetic Solution. Nächster Halt auf unserer Tour ist der Systec-Turm mit dem Apollo-Kern. Aber zunächst ein Beispiel für Androiden-Selbstführung. Benötigen die Apollo-Syntheten eine größere Reparatur, als die Werkstatt durchführen kann, kommen sie hierher. Wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Lieferung vollautomatischer Synthetenreparatureinheiten ist, ganz ohne den Einsatz menschlichen Wissens, ganz ohne teures Training. Alle Daten kommen direkt von Apollo. Jeder Eingriff wird in den Logs gespeichert. Meine Herren, so sieht die Zukunft aus. Morgen gemeinsam. Und übermorgen machen das Ganze hier Frauen. Russell, die von oben wollen, eine Komplettübersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar der Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrott. Schätzwerte wollen sie auch, Smythe. Wir werden bald schlafen müssen. Ich kann das nicht länger. Was mir nicht gefällt, waren das hier jetzt gerade zwei. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Oh. Verbesserter Bauchplan.
Bauplan. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber das war deine Idee, nicht meine. Ach, weißt du was? Ich speichere dann einfach nochmal, dass ich den Blauplan habe. Und dass ich Zeug vorgelesen habe. Und nichts gemacht habe. Bin froh, dass ich euch gefunden habe. Das hat aber jetzt lang gedauert, Tür. Okay. Ach so, ja klar, jetzt bin ich wieder unten. Und offensichtlich galt meine Karte auch für hier. Das ist ja nett. Okay, kleiner Raum, kleiner Raum, kleiner Raum. Oh, das wollte ich nicht. Terminal. Ungültiges Argument. Morgen gemeinsam. Morgen gemeinsam. Siegsens Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschienen in Auge auf Siegsen. Unser bemerkenswertes Wachstum, Sieg und Sohn, wurde zum Rückgrat der kolonialen Ausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit, mit verlässlichen Komponenten, die die Menschheit in den Weltraum brachten. Hierdurch wuchs das Unternehmen im Jahr 2066 betrieb es große Produktionsstätten in London, Buenos Aires, Nagasaki und Chicago-Argentin auf dem Mond. Ah, okay, auf dem Mond. 2071 verkaufte die Familie Sieg ihre Anteile an die Firma und die Entwicklung hielt stetig an. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Sieg und Sohn zu Marktführern bei der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsausstattung und Baumaterialien wurde. Zu Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einem Ereignis, das unsere gemeinsame Zukunft einläutete. Aus Sieg und Sohn wurde Siegsen. Wir nahmen den Namen, unter dem unsere Kunden uns schon seit Jahrzehnten kannten, und wandten uns gemeinsam dem Morgen zu und den Sternen. VIP-Besuch. Haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Heavys sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Siegsen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen Sie das nicht. Spedding Ende. Nein! Nutzen Sie den Androiden als Zugang zum Komponentenlager. Du, Androide, bleibst da aber erst einmal stehen. Ich will mich erst umgucken. Vermutlich wird mich das töten, aber das ist mir egal. Ja, ich muss den Androiden da nehmen.
starr mich nicht so an. Es wäre mir so viel lieber, wenn ihr außer Betrieb seid, die Augen auch mal zumachen würdet. Jetzt laufe ich hier lang. Da muss ich gerade nicht durch. Meine Karte hat mir freundlicherweise verraten, dass ich da durchkomme. Strom wiederherstellen. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsdings da einzustellen. Okay, da läuft einfach nur Kühlflüssigkeit aus. Gut, 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 gut. Wenn da einfach nur Kühlflüssigkeit ausläuft, kann ich damit arbeiten. Oh, nett. Das ist aber sehr lieb von euch, dass ihr mir hier so viele Speicherpunkte gebt. Könnte fast meinen, es passiert was Schlimmes. Und hier sehen Sie den U-Bahn-Plan von London. Oder halt nicht. Könnte auch Paris sein. Was weiß ich denn schon? Ich dumm. Ich weiß. Du hast jetzt Strom. Und ihr hoffentlich nicht. Wo bin ich hier eigentlich? Bin ich jetzt wieder unten? Was war das? Syntheten sind anfällig für physischen Schaden. Okay. Ich meine, ich hab's ja gerade gespeichert. Was war das? Na gut, ich kann hier auch schon mal aufmachen. Oh, ich sehe, ich brauche meine Nummer wurde jetzt viel länger. Terminal zugreifen. Ah, Bedarfsandroid. Spedding, jetzt wo sie mich gefeuert haben, müssen sie von ihrem Thron runterkommen und selber mit anpacken. Die Leute von der Sevastopol-Stilllegung haben Zugriff auf das Lager, aber es muss über alles Buch geführt werden.
Nehmen Sie den Bedarfsandroiden. Schmeißen Sie ihn an, lassen Sie ihn aus seiner Kiste und schauen Sie ihm zu. Genau wie ich, was? Wenn Sie das hier lesen, sitze ich sturzbesoffen in Gillens Bar. Sie wissen das vielleicht schon, aber für Sie zu arbeiten war die Hölle. Das ist das Beste, was mir je passiert ist, Smythe. Freigegeben. Aufzug außer Betrieb. Ich habe soeben eine weitere Nachricht von Spedding erhalten bezüglich des defekten Aufzugs vor dem Androiden-Untersuchungsraum. Meine Leute haben tausend andere Sachen zu tun. Die Reparatur findet also nicht rechtzeitig zum VIP-Besuch statt. Wenn Spedding eine Priorität sein möchte, soll er vielleicht ein weniger großes Arschloch sein? Der Job ist nicht leicht. Ich kann ohne nachzuschauen sagen, dass die Teile im Komponentenlager sind. Reihe 1, Stapel B. Wenn Sie es nicht finden, fragen Sie den Bedarfsandroiden, solange Sie mich nur in Ruhe lassen. Chief. Reihe 1, Stapel B.